Gott wichtig. Ohne dich geht es nicht, das ist doch ganz klar, hier bist du richtig. Du bist Gott wichtig, ohne dich geht es nicht, alle rufen ja. Ein Brot. Ein Brot? Hast du kein Zuhause, dass du das hier in der Kirche machen musst? Ach, wir wollen das aufnehmen für die Kinder, damit die mal wieder was mitkriegen für den Kindergottesdienst. Oh, für die Kinder wieder was aufnehmen? Ja, schau mal schnell. Sag schnell Hallo. Ach, hallo Kinder. Schön, dass ihr da seid. Und wir backen ein Brot, Brot, Brot. Wieso backen wir ein Brot? Weißt du, bald ist wieder der Start für die nächste Aktion von Brot für die Welt. Oh, Brot für? Für die Welt. Saskia? Mhm. Geht's dir gut? Eigentlich schon. Warum fragst du? Meinst du, mit diesem Brot kann man die ganze Welt satt machen? Nicht dieses Brot soll die ganze Welt satt machen. Sondern ganz viele Brote. Oh, da bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, irgendwas wäre mit dir nicht in Ordnung. Okay, ganz viele Brote. Wer macht die denn alle? Ja, auf der ganzen Welt oder in Deutschland, wo wir genug Brot haben, da sammeln wir für Brot für die Welt. Wir sammeln Geld ein und dafür werden dann andere, ärmere Leute satt. Oh, das ist eine tolle Aktion. Was speziell wollt ihr denn? Wem wollt ihr denn helfen? Sag doch mal. Dieses Jahr heißt die Aktion, dass man den Kindern etwas Gutes tun soll. Kinder? Oh, klasse. Kinder, ja genau. Also das habe ich schon verstanden. Hier in der Kirche sind die Kinder wohl wichtig. Also wenn man so im Fernsehen guckt, den Wahlkampf, da hat man immer nur so alte Männer. Ja, aber diesmal sind die Kinder besonders wichtig. Ja, und ich habe verstanden. In der Kirche ist das so wichtig, weil Jesus fand das ganz wichtig mit den Kindern. Ja, richtig. Kennst du die Geschichte schon? Ja klar, ich kenne so eine Geschichte. Die habe ich mal irgendwo gehört. Also hier beim Kindergottesdienst. Soll ich sie dir mal erzählen? Ja klar, diesmal bist du dran mit Geschichte erzählen. Ja. Das finde ich super. Oh, ich freue mich. Das finde ich toll. Danke, dass ich dir erzählen darf. Wo willst du die denn erzählen? Gleich im Kindergottesdienstraum. Da habe ich sie auch mal gehört. Da okay, mal. Super. Ich pack noch schnell zu Ende und dann machen wir das. Klasse, ich freue mich. Ich bin ganz aufgeregt. Oh. Ja, was kann, guck mal hier hin. Hier, ich wollte die Geschichte hier erzählen. Ja, okay. Aber es gibt da immer so tolle Bilder hier im Kindergottesdienst in so einem Holzrahmen. Kannst du das mal holen, diesen Holzrahmen? Ja, na klar. Ach, warte kurz. Und dazu die Geschichte mit dem Jesus und den Kindern. Kannst du die gleich mitbringen? Ja, bringe ich dir auch alles mit. Oh, super. Du meinst das hier? Ja, genau. Wie heißt das nochmal? Kamishibai. Kamishibai. Kann man sich gar nicht merken. Was oben ist. Klappst dir auch noch auf, ja? Klasse. Ja. So, okay. Gut? Gut. Hallo, seht ihr mich? Okay. Moin, moin. Ja, genau, der muss da rein. Hast du aber sehr gut aufgepasst, Mimi. Ja, genau. Kannst du alles sehen? Ich sehe es. Okay. So, Saskia, jetzt musst du aufpassen. Okay, also, dann schieß mal los. Hier ist die erste Szene. Du siehst da in der Mitte Jesus, der im Weißen? Ja, genau, im Weißen. Okay. Und drum zu sind die Jünger. Mhm, der eine ist ganz schön müde. Ja, die haben den ganzen Tag waren die unterwegs und Jesus hat gepredigt und dann waren die alle ein bisschen müde und haben sich ein bisschen erholt. Okay. Und da dachten die, oh, schön, klasse. Schön im Schatten da unter dem Baum. Genau, genau. Okay. Und dann muss ein Papier weg. Okay. Nächste Szene. Gucke. Und da, oh, schön, nicht? Da kommen die Kinder und die Eltern und die rennen da, wahrscheinlich kannst du es enttarnen, die rennen zu dem Baum, da wo Jesus dann da ist. Ah, da sieht ein bisschen aus, als würden die Tickfang spielen. Nee, aber die wollen ja so ein bisschen wahrscheinlich, aber die wollen unbedingt zu Jesus. Ah, okay. Okay. Und jetzt brauche ich ein nächstes Bild. Nächstes Bild. Oh, guck mal, was der in Rot da macht.
Der sieht nicht so fröhlich aus. Der ist, glaube ich, ganz schön böse und der schimpft mit der Mama und den Kindern. Ja, die weint sogar. Das ist nämlich so wie überall. Wir haben gesagt, die Kinder haben hier nichts verloren. Weg hier mit den Kindern, das ist was für Erwachsene und nicht für die kleinen Kinder. Weg da, die sind nichts wert und unwichtig, die brauchen wir nicht. So hat er gedacht. Ja. Und das war aber ganz schön gemein. Ja, aber so waren die früher und so sind die heute oftmals auch immer noch wieder. Schade. Mann. Aber pass mal auf, das ist noch nicht zu vorbei. Noch nicht vorbei? Ja. Brauchst du das nächste Bild? Ja, nächstes Bild. Oh, gucke. Siehst du da? Jetzt sieht Jesus ein bisschen böse, nicht? Er sagt, halt, stopp. Ja, der macht so du, du, du. So geht das nicht. Du kannst doch die Kinder nicht so rauswerfen. Das geht nicht. Ja. Die Kinder gehören dazu. Verstehst du das? Gott hat alle Menschen lieb und ganz besonders die Kinder. Mhm. Und deswegen, mein nächstes Bild. Okay. Bin sehr gespannt. Okay. Und er sagt, lass die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht von mir ab. Denn sie gehören zu Gott dazu. Sie sind genauso wichtig wie die Erwachsenen. Und so nimmt er die Kinder und die freuen sich. Die kommen sofort zu Jesus. Richtig klasse. Oh, noch ein Bild mehr, noch ein Bild mehr, noch ein Bild mehr. Oh. Ja, warte doch mal kurz. Oh, hier, nimm ich hier rein. So, okay. Ja, und gucke, alle Kinder drum zu. Und die Eltern freuen sich auch, dass Jesus ihre Kinder mag. Ja, die weinen nicht mehr. Ja. Und die Geschichte zeigt, Kinder sind für Jesus total wichtig und darum sind die auch für die Kirche ganz wichtig und für die Welt. Schade, dass sie dann jetzt nicht kommen können, oder? Ja, aber deswegen machen wir das Video. Hallo, habt ihr es verstanden, die Geschichte? Kinder sind wichtig. Toll. Alle Kinder. Total cool. Auf der ganzen Welt. Ja, da hast du echt gut aufgepasst bei der Geschichte. Ja. Ich glaube, das hast du schon sehr gut erzählt. Das können die Kinder jetzt alle verstehen. Oh, schön, danke. Gott mag Kinder, große und kleine, dicke, dünne, kurze oder lange Beine, rotes, blondes, schwarzes Haar. Gott mag Kinder, das ist wunderbar. So, das war jetzt meine Geschichte. Jetzt bist du dran. Was wolltest du mit den Broten für die Kinder machen? Erzähl doch mal. So, ja, du meinst das, was wir gerade gebacken haben? Ja, genau. Du wolltest das doch ja, das ist für Brot für die Welt. Ja. Und Brot für die Welt sammelt immer Geld ein für Projekte mit Kindern, die nicht so viel Geld haben. Oh, klasse. Soll ich dir mal ein Projekt vorstellen? Oh, würde ich gerne sehen. Zeig mal. Toll. Hier, ja, ich zeig dir ein paar Bilder drauf. Okay? Oh, klasse. Schön, danke. Oh ja, da ist ja schon das erste Bild. Ja, das sind die Philippinen. Schau dir das mal genau an. Das hinten sieht ganz gut aus, ja, oder? Aber da vorne ist nicht schön. Nee, das hinten sind die Hochhäuser und vorne sind so kleine Hütten. Da regnet es bestimmt durch immer. Und ja, und es ist bestimmt gar nicht warm. Nee. Und da wohnen auch viele Kinder. Oh, ist ja schrecklich. Die können ja gar nicht spielen dann. Oh, da können die bestimmt spielen. Schön im Grünen. Hey, toll. Das hast du falsch. Da müssen die arbeiten und schwer tragen. Guck mal, wie viel die auf ihren Schultern haben. Oh, ganz viel. Und die sind noch so klein und dürfen nicht spielen, die müssen arbeiten. Genau, die müssen mit anpacken und mit Geld verdienen, damit sie sich ihr Essen leisten können. Oh, das ist nicht schön. Kinder sollen doch spielen können. Da siehst du auch, die müssen da Zuckerrohr ernten. Weißt du, Zuckerrohr ist das, was wir dann irgendwann einkaufen als Pulver und dann wohl auch die Bonbons raus werden. Den Zucker und den machen die? Die ernten erstmal nur das Zuckerrohr. Aha. Aber da müssen die schon hart arbeiten. Ja, und das müssen all die Kinder machen. Alle Kinder müssen mithelfen. Nicht schön. Guck, das ist der Papa, der arbeitet auch. Oh, der muss auch alle arbeiten, aber es reicht nicht, wenn der arbeitet. Nee, genau, da ist noch die Mama. Oh, ja. Da sind sie nochmal im Dreck. Oh, ja. Ja, im Dreck finde ich schön, aber wenn man da arbeiten muss, ja, ist ja da will man lieber spielen, oder? Ja, eigentlich schon. Und Brot für die Welt macht das dann so? Die nehmen Geld ein und dann bezahlen die dir die Schulen von. Aha, dann dürfen die zur Schule? Ja, genau, dann dürfen die zur Schule. Finde ich das toll, in die Schule zu gehen? Ja, dann können die irgendwann einen besseren Job machen und mehr Geld verdienen. Oh, das ist wichtig, dass sie nicht so komisch arbeiten müssen immer als Kinder. Und vielleicht, dass die nächsten Kinder, ihre Kinder nicht auch so arbeiten müssen. Genau, das ist das, was Brot für die Welt möchte, dass der Erste eine gute Bildung bekommt und dann die Kinder wieder zur Schule können. Hier zum Beispiel, da waschen die sich gerade, damit sie bald zur Schule gehen können. Oh, klasse, schön, waschen, schöner Bach, aber Und hier sind sie in der Schule. Oh,
Das sieht ja bunt aus. Schön. Genau. Oh, klasse. Und dann lernen die ganz viel. Da lernen die eine Menge. Mittlerweile ist sie die Beste in der Schule. Und die da? Oh, toll. Oh, schön. Ja, mal gucken. Ne? Und dann wird die irgendwann groß und dann kann die ihre Kinder spielen lassen. Genau. Dann können die spielen und auch zur Schule gehen. Oh, das ist schön. Hier kriegen die ganzen Bücher dann vom Brot für die Welt. Oh, und wäre es nicht cool, wenn wir da auch helfen würden? Ja, ja, wir müssen mitmachen. Wir müssen mitmachen. Alle Brot backen. Oder wie war das jetzt? Ja, genau. Wie soll das jetzt hast du gut erkannt. Du musst erzählen, wie das jetzt geht. Ja, lass uns doch erstmal schnell gucken, ob das Brot fertig ist. Oh, ja. Und dann erzähle ich dir, was wir machen, um zu helfen. Okay, wir gucken jetzt am Brot. Okay. Oh, tschüss. Bis gleich. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt. In der Liebe, die alles umfängt. Mimi? Ja, oh! Schau mal, toll. Das Brot ist fertig. Riech mal. Oh, toll, riecht das. Oh, hast du das gebacken? Ja, aber ganz nicht alleine? Nicht abbeißen. Okay. Was muss da denn alles rein? Mehl, Milch, Salz und ein bisschen Hefe. Oh. Und weißt du, was ich mir gemacht habe? Jetzt auch. Ich habe für jedes Kind eine Tüte gepackt und da ist die Hefe schon drin. Oh, mit Hefe? Genau, mit einem Pulver mit Hefe. Und dann müssen die Kinder noch Mehl haben und Salz und Milch. Und dann können sie auch ein Brot backen. Und dann könnt ihr ein Brot backen. Genau. Und dann, was machen wir dann mit dem Brot? Das Brot können wir doch am besten dann verkaufen an Nachbarn oder an Oma und Opa. Oh, und das ist bestimmt so was Leckeres, was ihr gemacht habt. Und dann das Geld, das man dann mit dem Brot verdient hat, könnten wir an Brot für die Welt spenden. So ist das Brot für die Welt, für alle Menschen. Genau, ein Brot wird für alle Menschen oder für viele Kinder. Und damit die Kinder in den Philippinen zur Schule gehen können. Genau, damit die spielen und können. Und spielen können. Oh, super. Das ist die Idee, oder? Macht ihr mit, Kinder? Sag mal, hallo, macht ihr mit? Oh. Das hoffe ich doch. Ich bin gespannt und wir hoffen, dass wir dann viel Geld zusammenkriegen. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Menge Fotos. Oder du willst so aussehen, wie die Brote aussehen, oder nicht? Ja, oh klar, schick Fotos zu uns, damit wir sehen, wie die Brote und vielleicht wie ihr backt und so und mit dem Mehl umschmiert und so. Ob die auch alle eine weiße Nase haben vom Mehl. Hast du nämlich jetzt auch. Es riecht lecker. Okay, finde ich klasse. Na, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt auf eure Brote. Mal gucken, was es wird. Genau, wir freuen uns drauf, oder? Ja, tschüss. Tschüss. Gottes guter Segen sei mit uns. Gottes guter Segen sei mit uns. Um euch zu schützen, um euch zu stützen auf allen Wegen. Um euch zu schützen, um euch zu stützen auf allen Wegen.